Vögel singen, die Fische schwimmen und der Mensch betet. Stimmt das wirklich, dass es für den Menschen natürlicher ist, zu beten als zu atmen, wie es einmal Gregor von Nazianz behauptete? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mir eine große Ehre und Freude, über das Herzstück der orthodoxen Spiritualität sprechen zu dürfen, über das sogenannte Jesusgebet. Vor 10 Jahren, im Juni 2009, durfte ich im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Russland 2 Wochen in einem orthodoxen Nonnenkloster verbringen, im Alexandronevsky-Novotechinsky-Kloster in Jekaterinburg. Einen besonderen Eindruck machte auf mich die gelebte Praxis des Jesusgebetes, das die Nonnen dieses Klosters immer und überall halblaut rezitiert haben. Ich kann mich noch an die besondere Gebetsstimmung im Kloster erinnern, von der auch ich als Gast mitgetragen wurde. Und ich habe auch erlebt, dass es möglich ist, nichts dem Gebet vorzuziehen. Denn die Tagesordnung in diesem Kloster war so festgelegt, dass weder das liturgische noch das persönliche Gebet zu kurz kommt. Das Foto, das Sie auf der ersten Folie sehen, stammt aus dem Novotechinsky-Kloster in Jekaterinburg. Ich habe es ganz bewusst für unseren heutigen Abend ausgesucht, denn Sie sehen darauf eine ältere Nonne, die im Gespräch mit einer jungen Nonne ist und in ihrer linken Hand eine Gebetskette hält. Mit solcher Gebetskette wird in der orthodoxen Kirche das immerwährende Jesusgebet verrichtet. Man nennt sie auf Russisch Chotki, das heißt übersetzt der Zähler. Die Gebetskette besteht üblicherweise aus 30, 33, 50 oder 100 Knoten. Die geschlossene Schnur steht für das nie endende monastische Gebet. Die Gebetskette wird verwendet weniger, um die Gebete zu zählen, sondern als Hilfe zur Konzentration und für einen gleichmäßigen Rhythmus. In der orthodoxen Kirche erhalten die Mönche und Nonnen solche Gebetskette bei der Mönchs- bzw. Nonnenweihe mit dem Auftrag, das Jesusgebet unaufhörlich zu sprechen. So heißt es im Ritus der orthodoxen Nonnenweihe: Empfange, Schwester, das geistliche Schwert, das das Wort Gottes ist, für das immerwährende Jesusgebet, denn du bist verpflichtet, den Namen des Herrn Jesus immer in deinem Verstand, in deinem Herzen, in deinem Denken und in deinem Mund zu haben, indem du unaufhörlich sprichst: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich, Sünderin. Die Gebetsschnur wird dabei als geistliches Schwert bezeichnet, das eine Anspielung auf den Epheserbrief ist, in dem es heißt: Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Die Verpflichtung, den Namen des Herrn Jesus immer im Verstand, im Herzen, im Denken und im Mund zu haben, geht auf 2 Bibelstellen zurück. Auf das Buch Deuteronomium, Kapitel 30, Vers 14, wo es heißt: Das Wort ist ganz nahe bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten.
und auf Römer 10, Vers 8, nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott ist von den Toten auferweckt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Wichtig ist zu wissen, dass das immerwährende Jesusgebet in den orthodoxen Klöstern den Rang eines Gelübdes hat. Das heißt, es ist eine Verpflichtung. Ohne das immerwährende Jesusgebet ist ein orthodoxes Kloster nicht denkbar. Das, was für den westlichen Christen oft nur eine trockene Gebetstheorie ist, ist für die orthodoxen Mönche und Nonnen eine lebendige Praxis, die ihren Alltag und ihre Haltung prägt. Es ist ein integraler Bestandteil ihres geistlichen Lebens. Doch nicht nur die Priester, Mönche und Nonnen sind verpflichtet, unablässig zu beten, sondern wohl auch die Laien oder besser gesagt alle Christen. Woher stammt der hohe Anspruch? Betet ohne Unterlass. Dieser Aufruf aus dem Neuen Testament, genau genommen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17, hat die Christen immer schon besonders inspiriert. Die gläubige Antwort der ersten Wüstenmönche auf dieses biblische Wort gab den Anfang einer neuen, faszinierenden Gebetstradition innerhalb des Christentums, dem Jesusgebet. Das Jesusgebet ist eines der ältesten, genuin christlichen Gebete, welches in der geistlichen Tradition des Ostens große Bedeutung erhalten hat und heutzutage auch in der westlichen lateinischen Kirche auf ein wachsendes Interesse stößt. Nicht ohne Grund wird das Jesusgebet als verborgene Ökumene zwischen der Ost- und Westkirche bezeichnet. Das Thema unseres heutigen Abends lautet theologische Einführung in das Jesusgebet. Es geht also vor allem um die Vermittlung der theologischen Grundlagen mit einigen praktischen Aspekten des Jesusgebetes. Auf die geschichtliche Entwicklung dieser Gebetstradition werde ich leider nicht näher eingehen können. Es würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Aber es ist vielleicht nicht uninteressant zu wissen, dass die ersten schriftlichen Zeugnisse über das Jesusgebet bzw. über die Anrufung des Namens Jesus aus dem 5., 6. Jahrhundert stammen. Ich möchte Sie nun einladen, das Jesusgebet für das eigene geistliche Leben bzw. für die eigene Gebetspraxis zu entdecken. Es ist mein Herzensanliegen, Ihnen einen Zugang zur ursprünglichen, authentischen Auffassung dieser Gebetspraxis zu ermöglichen. Der Vortrag orientiert sich an folgenden Leitfragen. Wo hat das Jesusgebet seinen Ursprung? Was ist genau sein Inhalt? Wie kann man es beten? Was heißt es überhaupt, unablässig zu beten? Und wer kann es beten? Die Theologie und Praxis des Jesusgebetes kann man aus zwei wichtigen Quellen erlernen. Aus der Philokalie und aus den aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers. Der Begriff Philokalie leitet sich vom griechischen Wort Philokalia ab
und bedeutet im Deutschen so viel wie Liebe zum Schönen bzw. Liebe zum Guten. Im slawischen Raum wurde das Wort oder der griechische Titel Philokalia interessanterweise mit Dobrotolubie übersetzt, das heißt Liebe zur Tugend bzw. Tugendliebe. Die Philokalie der heiligen Väter der Nüchternheit, so der vollständige Titel, ist ein umfangreiches Werk, das über 30 kürzere oder längere Abschnitte mystisch-asketischer Autoren zwischen dem 4. und 15. Jahrhundert enthält. In der deutschen vollständigen Ausgabe beginnt diese Sammlung mit Antonius dem Großen und endet mit Gregor Palamas und Simeon von Thessalonike. Die Abhandlung über die Nüchternheit und die Tugend von Hesychius dem Priester aus dem 7. und 8. Jahrhundert ist das erste Werk im Rahmen der Philokalie, in dem wir ausdrücklich auf den Begriff Jesusgebet stoßen. Die Philokalie weist einen reichen Traditionsstrom auf. Die Texte entstanden in Ägypten, Kleinasien, Syrien, auf dem Berg Sinai und Athos. Fast alle Beiträge wurden in Griechisch abgefasst. Eine Ausnahme bildet Johannes Cassian, der ja ein lateinischer Autor war. Die Philokalie ist keine systematische Sammlung. Sie enthält also keine Klosterregeln. Viele Fragen wurden auch nicht behandelt. Wer aber nach dem Ziel und Sinn des monastischen bzw. christlichen Lebens sucht, sich dem geistlichen Kampf stellen will oder die Gabe der Unterscheidung der Geister ersehnt, wer nach dem Ursprung und dem inneren Zusammenhang der 8 Hauptlaster fragt, schließlich wer beten lernen will, und zwar ohne Unterlass, wird in der Philokalie gewiss Antworten auf seine Fragen finden. Ursprünglich persönliche und mündliche Unterweisungen der Väter wurden für die Schüler gesammelt und aufgezeichnet. Das oberste Ziel aller philokalischen Unterweisungen ist das wahre bzw. reine Gebet und die innere Gottverbundenheit, die Gottesschau, die Theosis. Die Voraussetzung für das wahre bzw. reine Gebet ist die Reinigung, die auf dem Weg der strengen Askese geschieht. Auch die Nüchternheit, die Nepsis, ist ein Schlüsselbegriff in der Philokalie. Ein nüchterner Beter vermag es, ein solides Fundament in seinem Gebetsleben zu legen. Die geistliche Führung durch einen erfahrenen geistlichen Vater ist unbedingt erforderlich, ebenso die Teilnahme am sichtbaren Leben der Kirche und der Empfang der Sakramente. Auf Deutsch lag bis vor 15 Jahren nur eine kleine Auswahl der Texte vor. Es waren die sogenannten kleinen Philokalien. Im Jahr 2004 wurde die erste vollständige Übersetzung der Philokalie in deutscher Sprache herausgegeben. Die Sammlung umfasst 5 Bände und einen Registerband. Die Übersetzung der rund 2400 Seiten aus dem griechischen Original hatte ein Kartäusermönch in 7 Jahren erstellt. Als Übersetzer wollte er gemäß der alten Tradition seines Ordens ungenannt bleiben. Die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers sind sozusagen eine volkstümliche Einführung in das Jesusgebet.
Dieses Buch trug aber wesentlich zur weltweiten Ausbreitung des Jesusgebetes bei. Der Verfasser der aufrichtigen Erzählungen ist uns unbekannt. Das Buch handelt von einem Pilger in Russland Mitte des 19. Jahrhunderts, der das Bibelwort betet ohne Unterlass zu verwirklichen sucht. Auf seinem Pilgerweg begegnet er einem Starez, das heißt einem im geistlichen Leben erfahrenen Altvater, der ihn das Jesusgebet lehrt und eben auf die Philokalie bzw. auf das Dabratolyubie hinweist. Der Pilger erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Jesusgebet und von den Begegnungen mit anderen Menschen, die ähnlich wie er dieses Gebet für sich entdeckt haben. Nun kommen wir zum Versuch, das Jesusgebet zu definieren. Das Jesusgebet ist nicht ein Gebet, das Jesus selbst gebetet oder andere zu beten gelehrt hat, wie zum Beispiel das Vaterunser, das auch das Herrengebet genannt wird. Nein, Jesusgebet heißt es deswegen, weil darin der Name Jesu angerufen wird, weil es Jesus zum Inhalt hat und an Jesus gerichtet wird. Mit anderen Worten, Jesus ist der Adressat und der Inhalt des Jesusgebetes. In den aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers lesen wir: Das unablässige innerliche Jesusgebet ist das ununterbrochene, unaufhörliche Anrufen des göttlichen Namens Jesu mit den Lippen, mit dem Geist und mit dem Herzen, wobei man sich seine ständige Anwesenheit vorstellt und ihn um sein Erbarmen bittet, bei jeglichem Tun, allerorts, zu jeder Zeit, sogar im Schlaf. Es findet seinen Ausdruck in folgenden Worten: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Formal betrachtet ist das Jesusgebet ein Stoßgebet, auch Pfeilgebet oder monologisches Gebet genannt. Beim Stoßgebet geht es ja darum, um eine spontane und regelmäßige bzw. rhythmische Wiederholung eines kurzen Satzes oder eines einzigen Wortes. Für die christliche Gebetstradition hatte die Bibel immer schon eine Vorrangstellung. Die mehrmalige oder gar ununterbrochene Wiederholung eines biblischen Satzes oder Wortes, zum Beispiel der Psalmverse, stellt die ursprüngliche Form der christlichen Meditation dar. Denken Sie zum Beispiel an Johannes Kassian, der seinen Mönchen empfiehlt, den Vers 2 aus dem Psalm 70 immer wieder zu wiederholen: Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich Sünder. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Das Jesusgebet ist in seiner allgemeinsten Form eine rhythmisch wiederholte Anrufung des Jesusnamens, die für gewöhnlich in der Mitte eines kurzen Satzes, eines kurzen Stoßgebetes steht. Allerdings gibt es keine streng einheitliche Form des Jesusgebetes. Die vollständige Gebetsformel lautet eben: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich Sünder, oder hab Erbarmen mit mir Sünder, oder aber Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, sei mir Sünder gnädig. Diese Formel kann auch verkürzt werden.
So ist es zum Beispiel möglich, dass man nur Herr Jesus Christus oder Jesus Christus oder allein den Namen Jesus fortwährend wiederholt. Das einzige Element, das nicht entfallen dürfte, ist der Name Jesu. Und die vom Beter bevorzugte Gebetsformel soll nicht zu oft geändert werden, denn die Bäume, die man zu oft versetzt, schlagen keine Wurzel, wie es die Väter mahnen. Wo gibt es denn direkte Ursprünge für diese Gebetsformel? Die direkten Ursprünge des Jesusgebetes lassen sich im Neuen Testament an folgenden Stellen ablesen. In den an Jesus gerichteten Stoßgebeten und in der Mahnung, unablässig zu beten. Schauen wir uns nun kurz die Bibelstellen an. Zunächst einmal die an Jesus gerichteten Stoßgebete. Sie sehen, diese Stoßgebete sind vor allem bei den Synoptikern bezeugt. Bei Matthäus Evangelium wird die Erhörung der Bitte einer heidnischen Frau überliefert. Diese heidnische Frau, deren Tochter von einem Dämon gequält war, bittet Jesus: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Dann kommt die Perikope über die Heilung von zwei Blinden in Jericho. Die zwei Blinden rufen Jesus zu: Hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids. Im Markus-Evangelium lesen wir wiederum von einer Heilung eines Blinden bei Jericho, der ruft: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und im Lukas-Evangelium sind es gleich drei Stellen. Zunächst einmal die Heilung von 10 Aussätzigen, von denen nur einer dankbar ist für die Heilung. Dann das Beispiel vom Pharisäer und vom Zöllner. Hier ist die Gebetsformel überliefert: Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann wiederum die Heilung eines Blinden bei Jericho. Es fällt auf, dass mit wenigen Ausnahmen es die Heilungen und darunter vorwiegend Blindenheilungen sind, denen die Anrufung des Namens Jesu vorausgeht. In der Urkirche verwendete man die Blindenheilungsperikopen für katechetische Zwecke, vor allem für die Taufbewerber. Die Taufbewerber wurden im Osten Photizomenoi, das heißt Erleuchtete bzw. zu Erleuchtende genannt, und die Taufe selbst wurde häufig als Erleuchtung gedeutet. Die Blindenheilung galt nämlich als Sinnbild der inneren Erleuchtung durch die Botschaft Christi. Die Heilung des Blinden ist im Sinne des umfassenden Heils zu verstehen, das uns zuteil wird durch die Botschaft Christi und in der Taufe. Die Mahnung, unablässig zu beten, findet sich im Lukas-Evangelium, im Epheserbrief und im 1. Thessalonicher Brief. Zu Beginn des Gleichnisses vom gottlosen Richter und der Witwe heißt es: Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allzeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Im Epheserbrief lesen wir: Hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist,
Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Und schließlich die berühmte Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief: Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Und diese drei Mahnungen: Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, kehren in den Paulusbriefen in verschiedenen Formen immer wieder. Die immerwährende Freude, das unablässige Beten und der Dank in jeglicher Lage sind Haltungen, die in einer heilen Gemeinde gelebt werden, die also dem neuen Sein in Christus angemessen sind. Es sind die Säulen und Kennzeichen einer neuen christlichen Ordnung und jedes geistlichen Lebens. Auch in den Mahnungen geht es also um den neuen, heilen Menschen in Christus. Warum wurde dieser biblische Satz für das Jesusgebet übernommen und kein anderer? Wenn man die Struktur des Jesusgebetes näher anschaut, wird man darin zwei Teile unterscheiden können: das Glaubensbekenntnis und das Schuldbekenntnis bzw. das Bekenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Auf der einen Seite: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes bzw. Sohn Davids. Und auf der anderen Seite: Erbarme dich über mich, Sünder. Das Glaubensbekenntnis führt zur Anbetung. Das Schuldbekenntnis hingegen führt zur Bitte um Erbarmen und zur Haltung der Reue und Buße, zur inneren Umkehr. In Jesus wird also der Abgrund zwischen Gott und Mensch, zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen endgültig überwunden. Jesus ist das Erbarmen Gottes in Person. Daher ist das Jesusgebet eine kurze Formel, dass das Evangelium und unsere Heilsgeschichte zusammenfasst. Das Jesusgebet umfasst zwei zentrale Geheimnisse des christlichen Glaubens: die Inkarnation und die Trinität. Man könnte auch sagen, es ist sowohl christozentrisch als auch trinitarisch. Zunächst spricht das Gebet von den beiden Naturen Christi, des Gott-Menschen, von seiner Menschennatur, für die er mit dem Namen Jesus benannt wird, sodann von seiner ewigen Gottheit, für die er durch Anrufung Herr, Sohn Gottes, geehrt wird. Das heißt, wir haben im Jesusgebet drei christologische Titel: Herr, Sohn Gottes, Christus bzw. Sohn Davids, Messias. An zweiter Stelle spricht das Gebet implizit von den drei göttlichen Personen. Es ist an die zweite göttliche Person gerichtet, an Jesus. Doch indem Jesus Sohn Gottes genannt wird, weist das Gebet auf den Vater hin. Und da niemand sagen kann, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist, so ist im Jesusgebet ebenso der Heilige Geist anwesend. Schließlich, und das ist der letzte theologische Aspekt des Jesusgebetes, den ich noch ansprechen möchte: das Jesusgebet ist von soteriologischer Bedeutung. Besonders im zweiten Teil des Gebetes, Erbarme dich meiner, wird es klar zum Ausdruck gebracht, dass es im Christentum keine Selbsterlösung gibt.
Es gehört zur Eigenart der Ostkirche, dass sie die Erlösung als Vergöttlichung, als Theosis deutet, als einen wunderbaren Tausch, in dem Gott die menschliche Erlösungsbedürftigkeit annimmt und hinwegnimmt, um dadurch dem Menschen Anteil an seinem göttlichen Leben zu schenken. Der Mensch bedarf eines Erlösers. Im Christentum gibt es keine Selbsterlösung. Ich komme nun zu einigen praktischen Aspekten des Jesusgebetes. Die Väter unterscheiden das Gebet der Lippen, das Gebet des Intellekts und das Gebet des Herzens. Wir haben also ein mündliches, ein mentales bzw. inneres Gebet und das sogenannte Herzensgebet. Die letzte Stufe setzt voraus, dass man sich im Gebet der Lippen und im inneren Gebet eingeübt hat. Das mündliche Gebet, vor allem das liturgische, darf niemals aufgegeben werden. Beim lauten Beten des Jesusgebetes soll man jedes Wort liebend, verehrend kauen. Nach der mündlichen Phase stellt sich die mentale, innerliche Phase ein. Und manchmal kann es überraschen, dass die Väter das Gebet des Intellekts kaum empfehlen, beziehungsweise dass sie abraten, auf dieser Stufe stehen zu bleiben. Solche Anweisungen werden jedoch von der Sorge getragen, dass sich das Gebet nur im Intellekt erschöpfen könnte. Vielmehr soll das Gebet ins Herz dringen, das heißt eine feste Haltung werden. Man soll das Denken ins Herz führen. So kommt man zur dritten kontemplativen Phase des Gebetes, das auch als Herzensgebet bezeichnet wird. Das Herzensgebet ist ein selbsttätiges, nicht mehr angestrengtes Gebet. Auf dieser Stufe verselbstständigt sich das Gebet, sodass der Beter sich nicht mehr bewusst ist, dass er betet. Die Stufe ist an und für sich für die Fortgeschrittenen vorgesehen, doch es ist wichtig zu wissen, dass bei bzw. trotz aller menschlichen Anstrengung das Herzensgebet letztlich ein Geschenk Gottes bleibt. Niemals ist es das Ergebnis einer bestimmten Gebetstechnik. Man kann ganz allgemein vier praktische Aspekte des Jesusgebetes unterscheiden. Das Jesusgebet ist, wie jedes andere Gebet auch, ein unablässiges, verborgenes, leibhaftiges und noch ein vierter Aspekt, bildloses Gebet. Das heißt, wichtig ist der Zeitpunkt, der Ort, die Körperhaltung bzw. eine bestimmte Gebetshaltung. Von diesen vier praktischen Aspekten möchte ich nur zwei herausgreifen, nämlich die Unablässigkeit und die Bildlosigkeit. Betet ohne Unterlass, haben wir bereits gehört. Derselbe Apostel Paulus berichtet im 2. Thessalonicher Brief, Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinen von euch zu Last zu fallen. Das immerwährende Gebet und die immerwährende Arbeit, wie soll man die beiden Verpflichtungen miteinander in Einklang bringen? Bereits im frühen Mönchtum wurden hierfür mehrere Lösungen eingebracht. In der Geschichte der Spiritualität gab es radikale Lösungen, die darin bestanden, das, was dem ununterbrochenen Gebet äußerlich im Wege steht, auszuschalten. Die Arbeit und den Schlaf. Daraus ergaben sich zwei Irrwege. Im syrischen Raum
die sogenannten Messalianer bzw. Euchiten, das heißt die, die beten, und die sogenannten Akemeten, die, die nicht schlafen, von Alexander Akemetes. Die Messalianer behaupteten, das Gebet sei ihr einziges Tun, dem sie ihre ganze Zeit widmen. Sie enthielten sich völlig der Arbeit, wobei sie diese für schlecht, abscheulich, ja eines Christen unwürdig hielten. Die Akemeten zielten auf eine Unterdrückung bzw. radikale Kürzung des Schlafes. Alexander Akemetes erstellte ein Offizium von 12 Horen am Tag und 12 Horen für die Nacht, um das ununterbrochene Gotteslob zu gewährleisten. Auch Alexander schloss die Arbeit aus, weshalb er manchmal mit den Euchiten verwechselt wurde. Diese beiden radikalen Lösungen wurden von der Kirche verworfen. Die Arbeit, vor allem die Handarbeit, war bei den Mönchen strikt verpflichtend. Unter anderem deshalb, weil sie als Heilmittel gegen die Akedia, gegen den Überdruss galt. Die Mönche Ägyptens vermochten es, die Arbeit mit dem Gebet zu versöhnen. Für das Gebet reservierten sie feste Zeiten und schufen ein Offizium, das aus 7 Horen bestand, 5 am Tag, 2 für die Nacht. Und um die anderen Horen, die anderen Stunden nicht zu vernachlässigen, beteten die Mönche die Psalmverse ohne Unterlass im Herzen weiter, während der Arbeit, idealerweise während der Handarbeit. Die Meditation, das heißt das halblaute, andächtige und wiederholende Rezitieren der Schriftworte, war die Methode, mit der sie das Ideal des unablässigen Gebetes verwirklicht haben. Das bildlose Gebet, keine Farben, keine Bilder, keine Gestalten oder Szenen soll man sich beim Jesusgebet vorstellen. Sonst gerät man in Gefahr, keine Hesychasten, sondern Phantasten zu werden, wie einmal Gregor Sinaid gewarnt hat. Das Jesusgebet ist wesentlich ein bildloses Gebet. Die Bildlosigkeit stellt allerdings im Dienst der Nüchternheit, der Aufmerksamkeit und Sammlung. Das heißt, sie ist kein Selbstzweck. Sie schützt den Beter vor den Trugbildern und den Leidenschaften. Die Ablösung von allen Begriffen, Vorstellungen und Bildern soll zur absoluten Ruhe, eben zur Hesychia, eines inneren Gebetes führen und zur Begegnung und Vereinigung mit dem wahren und lebendigen Gott. Und schließlich steht die Bildlosigkeit für die Erfüllung des ersten Gebotes: Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ich fasse nun zusammen. Das Jesusgebet ist ein Herzstück der orthodoxen Spiritualität. Zu den wesentlichen Elementen des Jesusgebetes gehören die Anrufung des Namens Jesus, die Bitte um Gottes Erbarmen, die begleitet ist von einem Gefühl von Pentos, von Sündenschmerz, die Ordnung der häufigen bzw. ständigen Wiederholung und das Verlangen nach bildlosem Gebet. Ich komme noch zur letzten Frage unseres Abends. Wer kann das beten? Und ich darf Gregorius von Thessalonike zitieren, der in seinem Werk
oder seiner Abhandlung, dass alle Christen insgesamt unaufhörlich beten müssen, schrieb: Niemand soll meinen, meine christlichen Brüder, dass allein die Priester und die Mönche verpflichtend sind, unaufhörlich und immerfort zu beten, und die Weltleute nicht. Nein, keineswegs. All wir Christen insgesamt sind verpflichtet, stets im Gebet angetroffen zu werden. Doch was sagen die Weltleute? Wir befinden uns inmitten so vieler Angelegenheiten und Sorgen der Welt. Wie sollte es möglich sein, dass wir unaufhörlich beten? Ich antworte ihnen: Gott hat uns nichts Unmögliches aufgetragen. Nur all das, was wir zu vollbringen vermögen, das hat er uns aufgetragen. Darum ist es auch möglich, dass es ein jeder vollbringt, der mit Anstrengung das Heil seiner Seele sucht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für diejenigen, die gerne Musik und Gesang hören, habe ich noch ein Beispiel, ein musikalisches Beispiel vorbereitet, nämlich das gesungene Jesusgebet. Die Nonnen eines griechisch-katholischen Klosters aus der Ukraine singen. Da wird deutlich, dass diese Gebetstradition den Westen und Osten miteinander verbindet. Jesus, Jesus, Sino Boži, pomiluj, pomiluj nas. 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 Jesus, Jesus, Sino Boži, pomiluj, auf die heranrückende Adventszeit wünsche ich Ihnen und mir selbst, dass wir alle bei der letzten Ankunft des Herrn beim Gebet angetroffen sein mögen und dass für uns das Gebet zu einer natürlichen Haltung wird, wie es eben für die Vögel das Singen und für die Fische das Schwimmen ist. Vielen Dank.